حذيفه بن اليمان، حذيفه بن اليمان بارك الله فيكم، اين صحابي؟ Das Hadith ist in Sahihain. Und das Hadith ist sehr schön. حذيفه رضوان الله عليه hat gesagt, حذيفه erstmal, wer ist حذيفه؟ حذيفه, man nennt ihn صاحب سر رسول الله. Das bedeutet Geheimnisträger vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Geheimnisträger von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Warum? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ihm die Namen von den Heuchlern gesagt hat. Deshalb Umar radwanallahu alaihi als Hudhaifa, als jemand zum Beispiel verstarb, dann hat Umar geguckt. Sieht er Hudhaifa, betet Umar. Sieht er Hudhaifa nicht, Umar geht weg. Und er hat Umar immer zu Hudhaifa. Umar, subhanallah. Der Prophet hat ihm gesagt, du bist im Paradies. Du bist Al-Faruq. Und Umar fragt Hudhaifa, sag mir, für Allah, hat der Prophet meinen Namen gesagt? Könnt ihr das verstehen? Wallahi, da kann man das nicht verstehen, ehrlich. Ich meine, da kann man nicht verstehen. Der Prophet sagt ihm, Umar, du bist im Paradies. Der sagt ihm so ausdrücklich, du bist im Paradies. Und Umar macht weiter und macht Gutes und er geht zu Hudhaifa danach, der sagt ihm, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam meinen Namen gesagt? Was sind wir hier? Wir denken nicht, als ob jemand von uns Heuchler ist. Oder wir denken, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala alles für Allah subhanahu wa ta'ala machen. Und wir denken, dass wir alle so geworden sind im Glauben, dass wir alles machen können, bis wir über Themen sprechen, die so schwer sind, was die Großgelehrten nicht besprechen können. Wir machen schlechtes Bild. Und wir lassen die Leute vom Islam schlecht denken durch unsere Taten, durch unsere Meinungen, die falsch sind, und durch unsere Taten, die schlecht sind. Und deshalb können die Leute von uns nicht profitieren. Und die können die verstehen nicht. Schaut mal, Umar, radwanallahu alayhi, Al-Faruq, nannte ihn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der kommt zu Hudhaifa und der sagt ihm, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam meinen Namen gesagt? Bin ich Heuchler? Trotz, dass er, barakallahu fikum, barakallahu fik, trotz, dass er unter den Leuten war, die ins Paradies mit Sicherheit kommen werden. Umar radwanallahu alayhi. Aber das ist die Sache, barakallahu fikum. Das ist der Iman, wenn der Iman im Herzen ist. Und wenn man den Iman versteht, aber wenn man den Iman nicht versteht und wenn man den Islam nicht verstanden hat, dann sieht man unsere Lage, wie es geworden ist. Hudhaifa radwanallahu alayhi hat die Namen von den Heuchlern nicht gesagt, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm das befohlen hat.